Moin moin und herzlich willkommen zurück bei Age of Empires 4 und zwar bei der Kunst des Krieges. Ja, das ist letztendlich einer der Modi, die es hier gibt im Einzelspielerbereich. Und hier lernen wir noch ein bisschen was, Ausbildung. Wir haben angefangen mit frühe Wirtschaft. Ja, da habe ich es zunächst zu Silber geschafft und mich dann in 6, 7 Versuchen zu Gold herangekämpft. Ja, gerade habe ich aufgenommen die späte Wirtschaft, die dann natürlich auch schon sichtbar sein wird, wenn das hier hochgeladen wird. Ja, 11 Minuten 50 habe ich da gebraucht und ja, für Gold wären es 10 Minuten 30 gewesen. Ich denke, dass diese 1 Minute 20 Sekunden noch drin sind, durchaus. Das mache ich aber wann anders. So, und jetzt sind wir bei Schlachtgrundlagen und da wollen wir einfach mal hin. Also, was gibt's denn hier? In einer ausgeglichenen Schlacht wird sich der bessere Taktiker durchsetzen. Erfahren Sie, wie Sie das Einheiten-Kontersystem und das Gelände nutzen können, um Schlachten für sich zu entscheiden. So, 15, was auch immer das ist, 20 und 25, 35 sind die Kategorien. So, Speer und Außenposten durchschauen Waldtarnung. Das ist schon mal gut. Dann, was haben wir noch an Tipps? Verwenden Sie Nahkampfeinheiten wie Sperrkämpfer, um Ihre verwundbaren Fernkampfeinheiten zu schützen. Ja, okay. Also fangen wir einfach mal an und gucken uns an, was das Tutorial sagt. Jede Militäreinheit ist einzigartig. Sie werden in unterschiedlichen Gebäuden ausgebildet, sind anders bewaffnet und auf andere Ziele spezialisiert. Speerkämpfer kämpfen mit langen Stangenwaffen. Sie brillieren gegen Kavallerie. Bogenschützen eignen sich dank hoher Reichweite gegen schwach gepanzerte Infanterie. Sie können sich im Unterholz verbergen. Positionieren Sie Einheiten in Waldtarnung, um sie zu verstecken, bis sie angreifen. Da, eine Gruppe Reiter hat sich außer Sichtweite hinter der Anhöhe versteckt. Bogenschützen haben keine Chance gegen schnelle, mobile Kavallerie. Ja, da wünsche ich mir eigentlich, dass sie einfach durchbrettern mit ihren Pferden. Merken Sie sich diese Lektion und setzen Sie sie um. Okay, das probieren wir. Mit den richtigen Einheiten und nutzen Sie das Gelände zu Ihrem Vorteil, um den Sieg davon zu tragen. Ja, Bogenschützen nach oben. Waldtarnung nutzen. Eine Gruppe Reiter greift gleich ihr Dorf an. Was? 4 weitere Gegnerwellen werden bald folgen. Was? Sie müssen die 3 Eingänge zum Dorf verteidigen. Lassen Sie die Gegner nicht ihre Gebäude niederbrennen. Sie können nur einen Einheitentyp gleichzeitig einsetzen. Wählen Sie mit Bedacht. Verteidigen Sie das Lager. Okay, ich habe vermutlich noch nichts, oder? Habe ich irgendwo Truppen? Heranrahn-Reiter. So, wo sind denn... Ich muss mich erstmal wieder orientieren hier. Wo sind denn unsere... Da. Ach, die kommen einfach so. Da kommen irgendwo die Reiter. Da ist der Feind. Halten Sie Ihre Einheiten bereit. Na, eigentlich wäre... Oh Gott. Position halten. Ja, das wäre gut gewesen. Gut gemacht. Okay, also die sind schon mal tot, das ist gut. Eine Gruppe gegnerischer Speerkämpfer kommt von Norden. Von Norden? Kontern Sie sie mit dem richtigen Einheitentyp, bevor Sie das Dorf erreichen. Was kommt, Speerkämpfer? Sehen Sie den dichten Wald entlang der Straße? Ja. Verstecken Sie Ihre Einheiten dort, um Gegner in einen Hinterhalt zu locken. Ich
Da hätten wir jetzt auch eher. Da ist der Feind. Halten Sie Ihre Einheiten bereit. Was machen wir? Da hätten wir jetzt auch eher Reiter nehmen sollen oder sowas. Die dürften uns ja erstmal nicht sehen. Diese Plünderer sind keine Gefahr mehr. Ja, sehr gut. So, jetzt die herannahenden Speerkämpfer besiegen. Noch mehr Gegner kommen von Süden. Dieses Mal Bogenschützen. Bogenschützen. Na, da nehmen wir doch Sie Verteidiger aus und stellen Sie sich ihnen. Kavallerie. Und woraus kommen die? Von da vorne. Ritter, Hofgard. Da ist der Feind. Halten Sie Ihre Einheiten bereit. Tu ich. Was machen wir? So, und jetzt gucken wir mal, dass wir denen gleich schön in die Flanke fallen können. Na gut, das war jetzt das semi-optimal. Sollten wir trotzdem schaffen. Wir sind ja zu Pferde. Also, so suboptimal. So, weniger als. Der Gegner schickt eine große Gruppe. Ach, du ahnst es nicht. Sie sind wild entschlossen und führen Reiter und Speerkämpfer ins Feld. Okay, Reiter und Speerkämpfer. Dieses Mal können Sie zwei Einheitentypen wählen, um die Angreifer zurückzuschlagen. Also, Speerkämpfer brauchen wir. Und dann bräuchten wir Nahkämpfer, um den Gegner den Weg zu versperren und verwundbare Fernkämpfer zu schützen. Nutzen Sie Steuergruppen, um Ihre Armee abrufbereit zu haben. So. Hier stellen wir die Jungs hin. Und die Jungs stellen wir hier hin. Wenn möglich so. Da ist der Feind. Halten Sie Ihre Einheiten bereit. Und Feuer. Ja, wir stehen noch von oben. Also eigentlich müsste es doch ganz gut laufen. Sie haben zu viele Einheiten verloren, um noch die Goldmedaille zu erhalten. Aber sie können sich noch Silber sichern. Für die Silbermedaille reicht es nicht mehr. Mhm. Aber sie können sich noch Bronze sichern. Ja, ich glaube auch nicht, dass wir noch Bronze schaffen werden. Diese Plünderer waren ihnen nicht gewachsen. Okay, Bronze haben wir noch geschafft, wobei das jetzt gerade scheiße war zum Schluss, ne? Eine Gruppe Bogenschützen und Reiter lancieren einen finalen Angriff von Süden her. Wählen Sie zwei Truppentypen, um Ihr Dorf zu verteidigen. So, wer kommt? Bogenschützen und Reiter gesichtet. Gut, also brauchen wir auf jeden Fall. Sehen Sie genau hin. Speerkämpfer. Hinter der Anhöhe in der Flanke können Sie Einheiten verstecken. Überrumpeln Sie so die Angreifer und teilen Sie sie auf. So, dann kommen die Pferde dahin.
die Jungs. Komm hier hin. Linienformation, so. Da ist der Feind. Halten Sie Ihre Einheiten bereit. So, jetzt kriegen wir auf jeden Fall die Speerkämpfer schnell weg. Die Bogenschützen. Wir haben natürlich ein bisschen Problem hier mit den Jungs. Gut gemacht. Sie haben alle Angriffe zurückgeschlagen und ihr Dorf gerettet. Okay, aber wir haben trotzdem, ja, ein bisschen zu viele Einheiten verloren. Also, Schlachtgrundlagen. Ja, da haben wir Bronze. Neuer Rekord. Wow, Bronze 35. Ja. Okay, pass auf. Das machen wir nochmal. Hat jetzt auch nicht so lange gedauert. Jede Militäreinheit. Eine Gruppe reit. So, bezwingen Sie die herannahenden Reiter. Dann nehmen wir doch unsere Speerkämpfer. Stellen die hier vorne hin. Da ist der Feind. Halten Sie Ihre Einheiten bereit. Ich halte. Ja, dann kommt mal an, Jungs. So, eigentlich müssten die doch jetzt hier richtig schön fallen. Nicht meine, sondern seine. Ja, beim letzten Mal war das besser. Gut gemacht. 10 haben wir schon verloren. Das ist natürlich schlecht. Weniger als 16 Einheiten insgesamt, ja. Eine Gruppe gegnerischer Speerkämpfer kommt von Norden. Kontern Sie sie mit dem richtigen Einheitentyp, bevor Sie das Dorf erreichen. Oh, gut. Sehen Sie den lichten Wald entlang der Straße? Verstecken Sie Ihre Einheiten dort, um Gegner in einen Hinterhalt zu locken. Das machen wir. Und zwar wie beim letzten Mal. Da ist der Feind. Halten Sie Ihre Einheiten bereit. Psst. So. Leider konnte ich die jetzt nicht so ausrichten, wie ich es wollte. Ja, das habe ich mal irgendwo gesehen. Weglaufen, fokussieren, nochmal schießen. Also Fokus auf einen richten. Sie haben zu viele Einheiten verloren, um noch die Goldmedaille zu erhalten. Aber Sie können sich noch Silber sichern.
Ja. Diese Plünderer sind keine Gefahr mehr. Also bezwingen Sie die herannahenden Speerkämpfer. Doch mehr Gegner kommen von Süden. Dieses Mal Bogenschützen. Na gut, dann nehmen wir jetzt die Reiter. Wählen Sie Verteidiger aus und stellen Sie sich ihnen. Ritter, Sporen. Da ist der Feind. Halten Sie Ihre Einheiten bereit. So. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die uns wiedersehen. So, 17 von 20. Jetzt werden ihre Bögen schweigen. Oh, das war ganz gut. Jetzt kamen Vorsicht, die zwei. Der Gegner schickt eine große Gruppe. Speerkämpfer und Sie Reiter. Sie sind wild entschlossen und führen Reiter und Speerkämpfer ins Feld. Dieses Mal können Sie zwei Einheitentypen wählen, um die Angreifer zurückzuschlagen. So, wo müssen wir hin? Da hinten. Nutzen Sie Nahkämpfer, um den Gegner den Weg zu versperren und verwundbare Fernkämpfer zu schützen. Nutzen Sie Steuergruppen, um Ihre Armee abrufbereit zu haben. So, da stellen wir euch hin. Achso, ihr seid die zwei. Halten Sie Ihre Einheiten bereit. Für die Silbermedaille reicht es nicht mehr, aber Sie können sich noch Bronze sichern. Schön hier die Pferde. Wenn so ein Pfeilhagel auf dich niederstößt. Großartig. Großartig. Diese Plünderer waren ihnen nicht gewachsen. So. So, jetzt kommen noch welche. Eine Gruppe Bogenschützen und Reiter lancieren einen finalen Angriff von Süden her. Wählen Sie zwei Truppentypen, um Ihr Dorf zu verteidigen. So, dann nehmen wir Speerkämpfer und wir nehmen Reiter. Sehen Sie genau hin. Hinter der Anhöhe in der Flanke können Sie Einheiten verstecken. Überrumpeln Sie so die Angreifer und teilen Sie sie auf. Ach so, kann ich die... Ah, so kann man die aufstellen. Das ist schon mal gut. Da ist der Feind. Halten Sie Ihre Einheiten bereit. Sie können keine Medaillen mehr erhalten. Versuchen Sie es erneut und setzen Sie die hier gelernten Lektionen in die Tat um. Na gut, also. Es sind am Anfang schon zu viele gefallen bei mir. War schlechter als in der ersten Runde. Gut gemacht. Aber nur wegen des Anfänglichen, ne? Also. Na gut. Also das Prinzip ist klar. Das ist ein bisschen wie Stein, Schere, Papier. Letztendlich hilft Kavallerie gegen Bogenschützen. Es hilft Speerkämpfer gegen Kavallerie. Und ja, Bogenschützen gegen Speerkämpfer. Ne? Und kombiniert immer die Bogenschützen hinten dran. Gut, haben wir uns gemerkt, soll für dieses ja, Schlachtgrundlagensystem reichen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Gerne auch ein Abo, falls ihr noch kein Abonnent sein solltet. Gerne auch eure Tipps, wie ich das hier anders hätte machen sollen. Und ja, dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge von Kunst des Krieges. Und ja, dann bin ich mal gespannt, was da kommt. Also, bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao und bye, bye.